Der Bayer Konzern schüchtert sie systematisch ein, überwacht ihre Häuser. Dass man von einem Großkonzern wie Bayer nicht viel Gutes erwarten sollte, ist eigentlich klar. Aber was besonders krass ist, ist, dass der Bayer Konzern hier im Kiez mehrere Häuser abreißen möchte, dafür schon Leute verdrängt hat und die Bezirkspolitik überhaupt nicht imstande ist, dem irgendwas entgegenzusetzen und die Menschen in irgendeiner Form vor Verdrängung zu schützen. Die Details erfahrt ihr jetzt von unserem Genossen Tom von Hände weg vom Bedding, der einen Redebeitrag für die Leute aus dem Mettmann-Kiez hält. Großen Applaus dafür. Ja, hallo. Ich bin heute hier, um den Redebeitrag der letzten verbliebenen MieterInnen in den Häusern neben dem Bayern-Konzern vorzulesen. Sie wären eigentlich gerne selbst gekommen, aber der Bayer-Konzern schüchtert sie systematisch ein, überwacht ihre Häuser. Und deswegen bin ich heute hier, um ihnen eine Stimme zu geben. Ihr wisst es vielleicht schon. Nun hat sich auch der Weltkonzern Bayer auf die Bühne der Wohnraumvernichter geschlagen. In seinem aktuellen Zerstörungsprojekt will Bayer den gesamten Mettmann-Kiez an der unteren Tegeler Straße bis in die Fennstraße hinein einer Verwertung zuführen. Ersatzlos vernichtet werden sollen mal eben 140 bezahlbare Wohnungen plus Gewerbehof mit mehreren Betrieben plus Kita plus drei Künstlerateliers. Die 18 Häuser liegen hier gleich um die Ecke in Sichtweite. Vor 150 Jahren gebaut, haben die Generationen ein Zuhause geboten. Nicht luxuriös, aber gerade auch deshalb zum Wohnen bestens geeignet. Jetzt aber soll dem ein jähes Ende bereitet werden. Bayer ist offenbar auf den Geschmack gekommen, nur noch bei den Grund- und Bodenspekulanten mit einem großen Rad zu drehen. Gemäß der Salamitaktik sollen kleinen Schritten abgerissen werden. Bayer hat für die Monsanto-Klagen Milliarden verzockt und schmeißt sie weiter raus. Dafür sollen wir Menschen, die zur Miete in den Bayerhäusern teils seit Jahrzehnten wohnen, jetzt bluten und in die Obdachlosigkeit entlassen werden. Ein bemerkenswert armseliges Verantwortungsmodell, das Weltkonzern Bayer hier zum Besten gibt. Und weil das alles so unterirdisch schlecht und peinlich ist, bemüht man sich bei Bayer sichtlich, mit einer Reihe von Tricks Schönfärberei zu betreiben und falsche Tatsachen vorzutäuschen. So behauptet Bayer, den bisher gekündigten MieterInnen Angebote gemacht zu haben, die sich darauf leider nicht gemeldet hätten. Nur zwei hätten Gebrauch gemacht. Stimmt beides nicht. Statt Angebote gab es nur die Wunschfloskel einvernehmlicher Lösungen. Wegen eines Transpis gegen den Abriss gab es einen ausgezogenen Mieter nur noch Drohschreiben an Bayer. Seitdem lässt Bayer den Werkschutz die Straße täglich über Stunden beobachten, obwohl dies öffentlicher Raum ist. Der andere ausgezogene Mieter bekam gerade mal eine Mini-Unterstützung zum Umzug. Wir fordern: den Abrisswahn stoppen, den Kiez erhalten. Für die moderne, klimagerechte, soziale Stadt ist längst die alte Berliner Mischung wieder Richtspur. Die Politik muss sich ehrlich machen und einen Abriss verhindern. Im Mettmann-Kiez liegen 0,7% aller Wohnungen, die pro Jahr in ganz Berlin wegen der Wohnungsnot neu gebaut werden sollen. Falls alle Stricke reißen, muss den Mietern Ersatzraum zur gleichen Kondition angeboten werden. Das war der Redebeitrag der MieterInnen aus dem Mettmann-Kiez. Und sie freuen sich immer sehr über weitere Unterstützung, damit Bayer den Wohnraum erhält. Vielen Dank. Genau, und um die betroffenen Mieter des Mettmann-Kiezes hat sich inzwischen auch eine Unterstützerinnenstruktur aus verschiedenen Gruppen gebildet. Das heißt, ihr werdet dort auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Und ich glaube, alle Gruppen, die dort beteiligt sind, freuen sich über eine Menge Unterstützung.